Gut 2000 Unterschriften hat die Bürgerinitiative gegen den Bau eines Pumpspeicherkraftwerkes auf dem Ossa schon gesammelt. Am Ostermontag marschierten über 120 Menschen sogar bei einem Protestmarsch auf dem Grenzberg mit. Sie alle wollen, dass ihr Berg so bleibt, wie er jetzt ist. Wir sind nicht gegen die Energiewende, aber das Ganze darf nicht einhergehen mit einer beispiellosen Zerstörung von unserer letzten schönen Landschaft. Rückblick. Anfang Februar ist bekannt geworden, dass das Münchner Unternehmen Vispiron ein Pumpspeicherkraftwerk auf dem Ossa bauen will. Nach Informationen soll der obere Speichersee auf dem Berg, hier rot gekennzeichnet, eine Größe von rund 4 Hektar haben. Die Kosten sollen sich zwischen 30 und 60 Millionen Euro bewegen. Man kann sich das vorstellen, dass es ein Kleinpumpspeicherkraftwerk ist. Das heißt, im Vergleich zu den in der Presse bekannten Großpumpspeicherkraftwerken sind wir deutlich kleiner. Ähnlich wie ein Wasserbecken für Schneekanonen ist das Ganze naturnah integriert, angelegt und ist mit einer Größe von ca. 4 Hektar Fläche anzusehen. In ein paar Monaten nach Abschluss der Planungen soll es dann eine Infoveranstaltung in Lahm geben, um Aufklärung zu schaffen. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.